Ja, moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Draft-Video. Murder at Carl of Manor ist jetzt in Tag 3 und es will halt gedraftet werden. Ich muss sagen, an Tag 1 lief sehr, sehr gut für mich, an Tag 2 lief sehr, sehr bescheiden für mich. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was hier in Tag 3 rauskommen wird. Ich hoffe, dass ich der Draft einigermaßen schnell füllen wird, damit ich nicht so viel mit heißer Luft labern muss, bevor wir dann tatsächlich actually in den Draftprozess gehen. Das scheint ja ganz gut zu klappen. Okay, die Leute sind heiß, die Leute haben Bock. Bisher ist mein initialer Eindruck auch, dass das Set einfach sehr, sehr, sehr viel Bock macht. Ähm, ja, was wollen wir hier picken? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Also man könnte anfangen ähm, mit Green Bad Radical, die Karte mag ich sehr gerne. Man könnte Exit Specialist nehmen. Assemble the Players ist eine Karte, um die man, denke ich, herumbauen kann. Die beiden Multicolor-Ankamen sind auch sehr stark. Also sowohl Crawl Whipcracker als auch Deadly Complication sind aber vom Power-Level her jetzt nicht unbedingt besser als die beiden und die sind einfarbig. Ich sehe noch Market Watch Phantom, auch eine extrem starke Karte, kann man sehr gut picken. Äh, Crime Stopper Sprite wäre noch was. Selbst die beiden sind playable. Ich habe mal Bock, den hier zu picken. Ich habe ehrlich gesagt noch äh, nicht einmal bisher grün gespielt, glaube ich. Oder wirklich fast gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe noch kein grün gespielt. Deshalb ganz interessant hier, was der Greenbad Radical so für uns tut. Ähm, hier beste Karte im Pack, schwierig zu sagen. Ich mag Cornered Crook sehr gerne. Ich mag Soul Innovation sehr gerne. Das sind sehr starke Karten. Ich glaube aber trotzdem, dass man hier ganz entspannt einfach den Tunnel Tips da nehmen kann. Ja, Tunnel Tipster macht genau das, was Grün machen möchte. Ja, Face Down Kreaturen, also sowohl in Rot-Grün ist er gut, weil er rammt. Und der ist auch gut in Grün-Weiß, weil wir in Grün-Weiß viele Face Down Kreaturen haben wollen. Ähm, deshalb Tunnel Tipster, glaube ich, keine schlechte Karte. Ich muss hier nicht den Corner Crook spielen. Der ist eigentlich eher was für Blau-Rot vielleicht. Ich nehme mal Tunnel Tipster. Ich meine, ist ja auch eine okay Curve. Ne? Tunnel Tipster into Green Bad Radical kann man natürlich mal machen. So, jetzt geht's aber, jetzt wird es ein bisschen schwieriger für mich hier. Ähm. Ja, die Möglichkeit wäre hier Dog Walker zu picken. Ja, Dog Walker sieht jetzt erstmal relativ schlecht aus. Ja, auf der anderen Seite können wir den immer als Disguise-Kreatur spielen. Was, was gut ist für Tannentipster, wenn wir den irgendwann aufdecken können. <laughs> Beziehungsweise, nee, gar nicht weit. Ich muss den nur als Face-Down-Kreatur spielen. Und außerdem, die Go-White-Strategie ist für Greenbelt Radical gar nicht so schlecht. Ja, das heißt hier Dog Walker zu picken ist, glaube ich, sieht ein bisschen komisch aus. Oh wow, sieht ein bisschen komisch aus, ist aber glaube ich okay. Zweiter Green Bad Radical. Oh, wenn wir da rein rampen können in die äh, disguise ability und dann jeder Kreatur plus 1, plus 1 Marken und Trample geben, wäre schon nicht verkehrt. Ja, im, Moment, Im Moment könnte es entweder rot sein, unsere Zweitfarbe, oder weiß, oder wir lassen den Dog Walker komplett weg. Okay. Ja, sowas passiert normalerweise nicht, ne? Wenn man mit normalen Draft Boostern draftet, dann hat man normalerweise nicht sofort drei Uncommons. Aber hey, ich meine... Oder drei, schon drei Uncommons, aber nicht dreimal die gleiche Ankamen vielleicht. Okay, ich meine, hey, ich habe nichts dagegen. Äh, der ist zur Not ja auch ein 4 manner vier vierer Das ist jetzt nicht der Best Case, ne? Ohne Frage. Aber es ist zumindest eine Magic-Karte, die man auch spielen kann. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannend, weil... Also, die grüne Karte hier, Myth, äh, Aftermath Analyst, ist jetzt nicht so super gut für unser Deck. teilt ähm, Alibi auch nicht. Ähm, Make Your Move wäre eine Karte. Wir haben keine rote Karte und wir haben keine grüne Karte, die wir spielen wollen. Und wir haben keine weiße Karte, die wir spielen wollen. Ähm, man könnte Crime Stopper Sprite nehmen als beste Einzelkarte vielleicht. Ich meine, als beste, Gleaming Gear Drake ist natürlich wahrscheinlich sogar besser, aber jetzt Blau. Grün ist ein bisschen schwierig, wenn wir zumindest relativ safe grün sind. Ich ja, ich hätte eigentlich mal... Ich hätte den Miller nehmen sollen, aber... Äh, was haben wir hier? Hier haben wir ein Sidious Roots, relativ spät. Ja, man könnte auch noch grün-schwarz gehen. Und gucken, was man damit zaubern könnte. Ja, ist ein relativ spätes Insidious Roots ist ein relativ spätes Cold Case Cracker. Fanatical Strength ist sicherlich auch keine schlechte Karte, war zumindest im letzten... Format relativ gut. Ich nehme mal den CD's Roots. Weiß noch nicht, wo es hingeht. Ähm, hier ist ein Crime Novelist. Crime Novelist ist gut, aber nicht in unserem Deck. Äh, Gadget Technician ist ganz okay. Das spricht so ein bisschen dafür, dass wir in Richtung Rot-Grün gehen. Ja, weil den können wir als Doppelrot aufmorphen und den können wir Doppelrot aufmorphen. Die andere Möglichkeit wäre Pick Your Poison. Ich nehme mal Gadget Technician. Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Weil wir jetzt schon vier Farben haben. Aber wenn wir uns disziplinieren, dann haben wir eigentlich erst zwei Farben. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit den, ähm, ja, den Disguise-Karten, die Hybrid-Mana als Disguise-Kosten haben. Äh, ich weiß aber noch nicht, wo die Reise hinführt. Und <laughs> ich weiß noch nicht, ob es gut ist. Auch hier ist immer noch möglich, dass ich wechsle. Wenn ich jetzt eine krasse schwarze Bombe aufmache, kann ich immer noch in schwarz-grünen Self-Mill gehen oder so. Äh. Ja. ja, ist, ist äh, nicht so leicht. Das ist halt so ein bisschen, das ist immer das Problem bei Multicolor-Sets. Ich finde, hier machen sie es ganz gut, weil, ähm, wenn man in den letzten Jahren, also in den letzten Ravnica-Blöcken, war es immer so, das war immer so unterteilt in diese, in diese, in die letzten Editionen. Ravnica waren immer in drei Blöcke unterteilt. Und da hatte man dann irgendwie im ersten Block nur fünf Gilden und im zweiten Block nur fünf Gilden und im dritten dann alle zehn oder so. Und das hat das Draften sehr schwierig gemacht. Ähm. Crime Stopper Sprite. Ja, ich meine, ich könnte auch noch. Ich könnte Vito Gazi Inspector nehmen. Das wäre ja für die Insidious Roots gut. Und das ist immer eine grüne Karte. Polonius Rage ist sicherlich okay. Demand Answers. Hm. Ja, ich nehme mal den hier. Ich nehme mal den hier. Äh, ja, ich glaube. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind alles keine Karten mehr, die ich unbedingt spielen muss. They went this way. Ich meine, das ist eine. Grüne Morphkarte, theoretisch. Ja. Rakish Scoundrel, finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Und schon sind wir Five Color, obwohl wir nur zweifarbig sind. <laughs> also bisher. So. Doppelgang. Ja, interessant. Nervous Garden. Doppelgang ist grün, blau, xxx. Hm. Ich weiß nicht, ob das Format das aushält. Ich glaube, Case of the Burning Mask ist eher so der Pick hier. Das, macht und das zementiert uns ein bisschen mehr in Rot-Grün rein, aber es ist ein guter remove spell Ich mag auch die blau-schwarzen Karten hier. Covered Ambusher habe ich persönlich noch nicht mit oder gegen gespielt. Zumindest nicht aufgemorft. Ja, ich nehme mal Case of the Burning Mask. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir ein bisschen safer, rot-grün, aber so hundertprozentig klar ist es auch noch nicht. Ich würde trotzdem ganz gerne noch ein paar. Das sind ja alles Morph-Kreaturen hier eigentlich. Eigentlich könnte man die Kurve, so, eigentlich könnte man die Curve so hinlegen. <laughs> das sind alles Disguise-Kreaturen. <laughs> Bis auf den 3 -drop hier. Äh, noch so ein, zwei Tane-Tipps hätte ich jetzt nichts gegen. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Keine grüne Karte ist interessant, aber Ballrock, Clan, Basher. Da hätte ich vielleicht jetzt diesen plus 3-3 Trample-Tick nehmen sollen, weil der ist mit Double Striker halt zusammen sehr gut. Conrad Crook ist auch nicht verkehrt. Die Frage ist nur, kriege ich irgendwoher jetzt ein Artefakt? Klar, Gadget Technician macht eins. Aber ah, ich glaube, ich nehme mir einfach mal den Clan Basher. Ja. Ah, im, ist theoretisch auch ein Disguise-Kreatur. Also Curve-mäßig äh, <laughs> habe ich ein leichtes Peak auf der 3. Ne? Ähm, mal gucken. Ja, gut, ich meine, ich kann die natürlich auch anderweitig spielen. Den kann ich ja auch eigentlich als vier drauf spielen. Oh, nochmal Case of the Burning Mask. Da ist ein Galvanize. Ähm, ich nehme mal den Case. Okay. Jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon eher safe, rot, würde ich sagen. Mit doppel, doppel den Case. Ist auch eine gute Karte. Einfach ein Removal Spell, gleichzeitig ein 2 for 1 wenn man genug Kreaturen auf dem Battlefield hat. Also der sollte wahrscheinlich funktionieren. Ich hätte nur gern noch ein bisschen was Early vielleicht. So. Zwei, drei tunnel -Tipps da oder so würde ich nehmen. Grün schien ja sehr offen zu sein. Also Green Bad Radical haben wir ja noch relativ spät gekriegt in Pick 1. Ich habe also Hoffnung, ähm, ja, dass das Ganze jetzt nochmal, dass wir zumindest in Pack 3 nochmal ein bisschen belohnt werden mit Grün. Vielleicht noch den einen oder anderen Tunnel-Tipps da oder so. Mm -hmm. Mm -hmm. Das ist ein Removal-Spell, der ist nicht schlecht. Glintweaver. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu teuer. Venture Tracker wäre ein okayer Two-Drop, ehrlich gesagt. Riftburst Hellion, boah, weiß ich nicht. Ist zwar, ist zwar die Common-Multikater-Karte in Rot-Grün, aber dann nehme ich lieber nochmal den Removal. Spell, ja, ich meine, Weiß hat auch noch ein paar gute Karten, Inside-Source und so, aber ich glaube, der Zug für Weiß ist jetzt abgefahren, wo wir so ein paar ähm, ja, wirklich rote Karten gepickt haben, Bora Clan Basher ist tatsächlich auch eine rote Karte. Okay, nochmal ein Case of the Burning Mask. Okay, äh, nehme ich den noch ein drittes Mal. Ja, okay, ich nehme ihn noch ein drittes Mal. Ja, interessant. Also Uncommons hat man durchaus auch schon mal ein bisschen häufiger dann. Das sind so Auswirkungen des Play Boosters, ne? Da bin ich auch, da bin ich natürlich auch an eurer Meinung interessiert. Was sagt ihr zu den, ja, zu dem Impact, den Play jetzt aufs Limited haben? Ich persönlich, ähm, das, ähm, ich persönlich finde, dass Sealed dadurch einfach sehr stark gelitten hat. Beim Draft kann ich es jetzt noch nicht so sagen. Ja, aber Sealed habe ich das Gefühl, pff, nicht geil. Äh, was ist hiermit? Hedge Whisperer. Ja, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ist auch ein Early Drop. Ich meine, damit mache ich die Curve ein bisschen besser. Hallo. Ähm, Im Draft, wie gesagt, kann ich es noch nicht sagen. Aber mich interessiert natürlich eure Meinung. Was sagt ihr? Sind Playbooster gut oder schlecht fürs Limited? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie besonders gut für Sealed sind, aber naja. So, also wir gucken gleich erstmal, äh, dass ich hoffentlich irgendwie meine Curve noch ein bisschen anpassen kann. Äh, da ist ein Fanatical Strangle, also das ist doch eine Karte, die ich wohl spielen würde. Sogar über Felonious Rage. Ja, plus 3, plus 3 und Trample geben ist auf jeden Fall bei den Geräten, die ich habe, nicht verkehrt. Muss ich darüber im Klaren sein, dass ich jetzt aber auch eben keine dieser andersfarbigen Karten normal spielen kann? Oh, Tunnel-Tipster Pick 8. Oh, was ein Geschenk, ey. Wow. Wow, das war ein richtiges Geschenk. Also, keine dieser Karten hier werde ich normal spielen können, weil ich wirklich einfach nur rotes und grünes Mana in mein Deck packe. Ähm, das heißt, ja, ist trotzdem okay. Nervous Gardener, sehr schön. Oh, Perfekt. Auch ein schöner, entweder ein schöner Two-Drop oder halt schön zum Rampen, das wollen wir haben. Wreckish Scoundrel. Ich meine, ich könnte Escape-Tunnel picken und vielleicht noch irgendwas splashen. Nehmen wir einfach nochmal die Karte für mein Deck. Wobei ich jetzt relativ zufrieden bin. Ähm, ich glaube, davon werde ich nicht spielen. Jetzt könnte man nochmal irgendeine... Oh, Glint Weaver Vielleicht passt er noch, noch ins Deck? Na, gucken wir mal. Ein, zwei Tanne-Tipps da vielleicht noch, ein bisschen Removal, ein bisschen Bomben. Aha. Ah, guck mal, wir können Felonious Rage oder Felonious Rage in unser Deck packen. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Kellen Splashen. Nee, sehe ich irgendwie nicht. Case of the Trampled Garden. Der, der sieht in dem Deck hier nicht verkehrt aus. Float ist die einzige Seite, die wir spielen können. Die ist nicht gut genug. Ich hätte hier die Möglichkeit auf Gadget Technician oder Shady Informant. Auch den kann ich theoretisch disguisen. Also undisguisen. Aber ich glaube, ich nehme mal den Case. Ich habe das Gefühl, dass der gut sein könnte. Aha, aha, aha. Aha, aha. Nix für uns. Da ist noch ein Dogwalker. Ein Dog Walker zusammen mit drei Green Bad Radicals finde ich ziemlich gut. Lightning Helix, sehr schade. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen können. Ja, ich glaube, ich nehme einfach den Dogwalker. Also, richtig viel geiler Schizzle ist jetzt aber in Grün und Rot nicht mehr drin. Ne? Also, ich meine, es sind grüne Karten drin, aber die sind halt nur so. Okay. Kann Riftburst Hellion picken? Mm. Rubble Belt Maverick. Ich glaube, der schafft es. halt Alibi. Ja, oh, wäre eine Möglichkeit. Ist schwierig. Ist schwierig, Blade Juggler Splashen. Ich glaube, ich nehme mal das Phallion. Ist einfach fett. Aha, aha, aha. Okay, oh, noch ein Tunneltipster. Ja, ein bisschen schade. Auch hier äh, hätte ich definitiv nichts gegen die beiden, aber ich glaube, ein dritter Tunneltipster. Wir haben so ein, schon so ein bisschen Mana Sinks. Oh, splashen wir den. Hm. Also Mala Sentry ist eigentlich die perfekte Karte für uns, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf der anderen Seite. Splashen ist halt. Na gut, ich meine, hier werde ich sonst nichts spielen. Wenn ich vielleicht noch ein schönes Land einsammle. Okay, das ist noch ganz gut. Aber Bite on a Crime ist, glaube ich, wichtiger. Oh, wow. Crozen, Tun oh, Tunnel Tippster Nummer 4. <laughs> Alter, man kriegt so oft die gleichen Karten. Aber hier ist auch ein Sample Collector, der ist auch nicht schlecht. Und hier ist auch noch ein Crowsen Tusker, der mir beim Fixen helfen wird. Ne, ich nehme teilnehmende ich Tipps da, come on. Mm, okay. Pompous About ist halt ja, keine Face-Down-Karte. Ich nehme mir trotzdem mal raus. Vielleicht ist ja gut genug. Mm, Demand Answers, Felonious Rage. Also ja, so viele Artefakte kann ich nicht opfern, ne? Skarte Karte oder. ich meine, es Ich glaube, da nehme ich lieber Felonious Rage. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immer noch 10. Zehn, 10. Zehn. Ich, ich könnte noch einen Rakish Scoundrel spielen. Ich könnte einen Glint Weaver spielen. Vielleicht ist das eine Karte, die man mal austesten sollte, wenn man vier Tunnel-Tipps da hat. Vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube, ich brauche. Das Interessante ist, ich brauche halt Doppelrot sehr häufig. Aber ich habe. Der, der Tunnel-Tipps macht halt. Der wäre wär halt geil, wenn der Rot ist oder Grün ist. Oder Naya-Mana oder so machen würde. Ja. Aber ich meine, das ist schon gut für Greenbelt. Radical ist es schon ziemlich gut. Mm, Public Thoroughfare. Hier ist noch ein Fanatical Strength. Habe ich keinen Vertrag mit? Würde ich schon spielen. Okay. Grün scheint wirklich offen gewesen zu sein in dem Draft hier. Au! Oh, die will ich testen. Oh ja, schön. Schöner Pickup nochmal. Nochmal ein, noch so eine Disguise-Karte mit einem etwas anderen Effekt. Bin ich gespannt. Jetzt müssen wir das Deck erstmal bauen. Aber es hat zumindest, also wir sind fast monogrün, bis auf die drei Cases, die irgendwie in Pack 2 rumgekommen sind. Ja, genau. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei Planes, ein Island und den Swamp. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, Arena. Ähm, so. Ich glaube. Ja. Kann ich 16 Länder spielen, ist die Frage. Kann ich einfach 8-8 spielen? Oder ist das einfach zu crazy? Ich meine, ich habe vier mana Dorks und ich habe hier so einen Typen, der ein Land raussuchen kann. Ist das zu crazy, 16 Länder zu spielen? Ha! Wahrscheinlich ist das zu crazy. Wahrscheinlich kann man hier wirklich besser 17 Länder spielen. Die Frage ist nur, was nehmen wir denn dann raus? Fanatical Strength finde ich eigentlich gut. Also, der geht gut mit den beiden Fetzos auf jeden Fall. Die fünf Removal Spades finde ich okay. Ich meine, man kann hier so gucken, ob das, ob das vielleicht nicht das Beste ist. Wreckish Scoundrel ist schon sehr teuer für seinen Effekt, vielleicht einfach so. Und dann spielen wir eine rote Quelle mehr, weil die machen ja grünes Mana. Hier oben noch mal kurz reingeguckt. Fallonius Rage, ja, nee, ich habe doppel, ich finde fanatic Strength besser in dem Deck, weil Falonious Rage ist eher so ein defensiver Trick. Auch wenn da Haste drauf steht, ist es so ein bisschen verwirrend. Du kannst halt besser uptraden und dann behältst du den 2-2er zwei übrig. Also ich finde den defensiv ein bisschen besser als aggressiv ähm, und der ist halt aggressiv besser. Ich habe das Gefühl, dass wir zumindest mal der Aggressor sein können. Glintweaver ist Weaver spannende Karte, aber schafft es nicht ins Deck, weil ich glaube, die anderen Karten besser sind. Jetzt haben wir nochmal nachsehen: 2, 5, 6, 7, 8, nur 9. 9 Flipkarten, aber ich denke, das ist trotzdem okay. Wenn wir mal eben kurz hier die Kreaturenkurve angucken: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann 5 Removal und ein bisschen Palm Das sieht doch solide aus. Ich bin mal gespannt, ob das das ist, was Rot-Grün machen möchte. Pff, ich, ich hoffe sehr. 4 Tunnel-Tipster und 3 Greenbelt Rampager müssen das Deck einfach carryen. Wir sehen uns gleich auf der Leiter wieder. <laughs> ja, so sollte das eigentlich nicht passieren. Äh, ich denke ich halt trotzdem, mit einem Land kann ich zumindest drei Morph-Kreaturen spielen. Ja. Und wenn ich ein grünes Land ziehe, habe ich Hedge Whisperer, Into Tunnel Tipster, Into all the Goodies. Äh, uh, Primetime hier macht einen Malligen. Hey, vielleicht wird es auch einfach ein schneller Draft, man wird sehen. Okay, den kann ich auch nicht spielen. ja, <laughs> oh nein, please don't go like this. Ja, okay, ey, 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 da kann ich nichts sagen, das ist perfekt, ich kann Turn 3 Dog Walker legen. Alles easy. Gegner wird auch eine Face-Down-Kreatur liegen, nehme ich mal an. Also weiß ich nicht, aber ich meine, wenn er, wenn das Boros-Deck das Turn 1 und Turn 2 nichts gemacht hat. Perfekt, Tunnel-Tipster. Ja, so soll es eigentlich nicht laufen. So soll es eigentlich nicht laufen. Ich hätte jetzt schon Tunnel-Tipster im Play haben sollen und einen Hedge Whisperer, der einfach blocken kann und die Tunnel-Tipster hätten eine Marke kriegen sollen und ach, das ist es alles nicht so cool. Äh, ich werde blocken. Wenn er aufmorpht, also theoretisch traden wir. Es ist ein Dogwalker. Es ist ärgerlich. Der Gegner hat... Mhm. Der Case ist zumindest etwas, wo ich jetzt hoffentlich nicht von irgendeiner Rare kaputt gebuttert werde oder so. Also dass ich gleich was removen kann. Ja, näher. Mhm. mhm. Ja. Mehr grüne Karten ist äh, solid. Mein Gott, ich verliere so viele plus eins plus eins Marken durch die Tarnotips, ne? The Fenestrated Phantom. Ja, aber das ist doch super. Das ist ja mal. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Der Gegner hat 100 Mana für diese Karte ausgegeben. Äh, ich kann jetzt hier. Ich kann jetzt hier richtig schön gönnen. Hervorragend. Ja, das war doch gut. Der Flieger ist weg. Äh, nächste Runde vielleicht noch ein grünes Mana für Doppel-Fanatic, äh, Doppel-Tunnel-Tipster Doppel oder so. Und dann können wir anfangen unsere Green Bay- Oh, why? Oh, why? Äh, one removal. Jetzt. Brauche jetzt ein removal. wenn der Gegner jetzt gleich- Ich brauche- Oh Gott, groß Kurs kann ich nicht besiegen. Das ist so stupid, aber den kann ich nicht besiegen. So stumpf. Okay, also meine neue Line wird sein, äh, mir jetzt Fanatica's Strength offen zu lassen. Damit ich. Ähm, <laughs> damit ich Agroscos. Damit ich nur... 7000 for one verliere gegen diese Mythic hier. Es gibt schon ein paar Mythics, die das Spiel halt hart gewinnen. Ne? Also der Typ hier 2, 4 Double Strike Vigilance, wenn er angreift oder das Battlefield betritt, suspectest du eine Kreatur. Oder du exilst eine Suspected Kreatur. Fair. Er exilt jetzt einfach, also er hat einfach nur, er exilt jetzt einfach frecherweise mir das Gerät hier. So, was ich tun werde und tun muss. Ja, ich kann nichts dran ändern. Da einfach so for free gemacht. Äh, ich werde hier blocken und ich werde hier blocken. Und hoffentlich hat er nicht noch einen Trick. Also, ich meine. Lightning Helix killt das Ding. Galvanize killt das Ding. Er hat noch vier Mana offen. wenn er es hat, hat das halt. Dann habe ich verloren. Aber ich meine. Okay, das ändert nichts. Wow. Außer, dass mein Morph mitstirbt. Das ist ja völlig okay. Das ist ja völlig okay. Okay, also wir haben fast noch fair abgetradet. Würde ich mal behaupten. Mann nicht Was geht? Alter. Und die nächste Spoiler. -Rayer. Ja, so ist es halt heutzutage. Ja, ist einfach. Ist einfach gut. Da mache ich wenig gegen. Alle sein. Ja, vor allen Dingen. Mein Deck ist sehr Combat-centric. Alle seine Kreaturen, außer dieser Kreatur, die ich nicht zerstören kann, <laughs> indestructible zu machen, ist gut. Ähm, ich brauche halt den Fight Spell. Ah, ich brauche den Fight Spell. Mhm, mh, Verstehe ich? Ja, 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 ja. Ja, das ist nicht der Fight Spell, den ich sehen wollte. Mhm, ich könnte jetzt Hm. Dann komme ich gerade einfach mit dem an. Er blockt nicht. Okay. Dann nimmst du zwei. Und dann werde ich jetzt hier... ...ein Land zu einer 5-5-Kreatur machen. Und dafür Mana Value 4 exilen. Und go sagen. Soll ich zumindest verhindere... Also ich werde jetzt 4 Damage nehmen, aber ich verhindere zumindest das... Ich behindere zumindest, dass der 5 5 mit angreift. Nope, I won't. Dann ja, nehme ich 9. Ja, das ist nicht gewinnbar für mich gewesen. Also, wenn ich mein, wenn ich turns, wenn ich ein grünes Mana hätte, kann ich das gewinnen. Ähm, durch einen Mana Screw, durch einen Color Screw und gegen zwei Spoiler Rares oder Mythics. Halt eher rough. Und dann, also dann auch noch fladen. <laughs> das war ein gutes erstes Game, muss ich sagen. Das hat zumindest geshowcased, wie man es nicht machen sollte. <laughs> das sieht besser aus. Äh, keep. Ja. Turn 2 tunnel Turn 3 so ein ball clan casher da, äh, ball Das ist schwierig auszusprechen. ball clan basher Oh, er hat einen Schock. Naja, gut, okay. Ich meine, gut, dann tauschen wir halt. Es kann nur Schock sein, oder? Oh, Gegner täuscht an, dass es ein Schock ist. Jetzt weiß ich, dass kein Schock da ist, weil der hätte auf jeden Fall End of Turn geschockt. Hm. No Effects. Nächste Runde können wir den aufmorphen und ballern gehen. Der Gegner wird wahrscheinlich auch eine Ward-Kreatur legen, nehme ich mal an. Äh, sorry, eine Disguise-Kreatur. Nee, Inside Source. Hm kriegt unser kriegt Market Watch Phantom jetzt doppelt Flying yeah, not bad not bad wir uh, mal an mit dem okay nimmt er na ja, fein. dann spielen wir den hier So, was sagt er jetzt? As the, uh, target Creature blocks this Turn if able. Okay, das ist doch cool. Ace of the Burning Man. Oh, okay, ja, yeah, gut. Not bad. <laughs> So, nächste Runde ist der Borak Clan Basher Lethal. Minus, der Gegner hat jetzt noch ein Removal. Äh, wird wahrscheinlich ein. Ja, okay, immer ein Land. Oh, nimmt halt ein Land. der case is not bad. Oh Gott. Lightning Helix. Natürlich auch noch das schlimmste Removal, was im Race halt dem Gegner auch noch. Und natürlich noch ein Two-Drop. Äh, ja, gut, Ladies and Gentlemen. Wie besprochen, wird das einfach ein schneller, sehr, sehr, sehr. Weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt machen kann. Aber ich meine, so es ist halt ein Removal. Ich habe noch zwei Removal auf der Hand. Der Gegner wird jetzt einfach den Mars Pump haben. Also den plus zwei plus 1 Investigate. Vielleicht hätte ich einfach zu Hause bleiben sollen, aber. Ja, ist einfach, ist einfach gut, gut gelöst zum Gegner. Boros bisher auf jeden Fall auch eine. Also in mein, mit, mit Boros habe ich bisher am besten abgeschnitten. Also ich weiß nicht, wie das bei euch so war, aber mit Boros und Uwe habe ich am besten abgeschnitten. Die Jeskai-Farben sind definitiv wieder ziemlich weit vorne. mhm. <laughs> Gucken wir mal, weil ist das irgendwas Schlimmes? Das sieht schon relativ schlimm aus. Macht dieses Format mit mir? Es fing so gut an. Und jetzt? kann man, Darf man wieder nur noch Jeskai-Farben draften? Das ist genau wie in Lost Caverns of x -Alan. Okay. Hm. Ist ein bisschen langsam die Hand. Äh, weil ich keinen tunnel tipps so habe. Aber ich habe okay. hab gutes Mana. Ich habe Doppelrot und Doppelgrün. Ich denke, das kann ich nicht mal mallegen. Ich habe ein Removal. Ich habe ein bisschen Late Game schon. Ah, das wäre schön gewesen, ein Two-Drop zu haben. Sample Collector. Zünde ich den einfach direkt an. Ich denke ja. Und auch dann kann man überlegen jetzt, ob ich nächste Runde beispielsweise den Greenbelt Radical einfach au also einfach spiele. Oder ob ich dadurch, vielleicht spiele ich auch einfach das Rift Burst Hellion. Oh wow, das ist auch eine starke Karte. Hm. Ja ja ja, immerhin kein nächstes Land gehabt. Ja, ich glaube, ich spiele den einfach so. Nächste Runde dann Tunnel Tipster und okay Land. So eine Tanne Tipster und Morph. Ich weiß nur noch nicht welches. Hm, auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, greifen wir erstmal an. Gegnatten wir Removal für den 4-4er. Nee, ja, dann nicht. Okay. Ah, gut, ich meine. Das sieht ja alles jetzt gar nicht so verkehrt aus für uns. So far so Gucci. Lightning Helix. Okay, ja. Irgendwie haben sie alle Lightning Helix. Ich, hab, ich war so diszipliniert und habe sie nicht in mein Deck gepackt, weil ich mir gedacht habe, dreifarbig ist nicht gut. Aber jeder Mensch auf dem Planeten spielt anscheinend. Oh, wow. Okay. Naja. Got it. Ich glaube, dass das hier gut ist und dann flippen wir direkt den Case. Am 8 Power können angreifen. Der Case wird gesolved. Das heißt, jetzt kriege ich in jedes Mal, wenn ich eine Attacke mit Plus 1, Plus 1 mache und Trample, was halt ganz gut ist für den Fett so hier. Conrad Crook hat aber aktuell kein Artefakt. Ja, dann würde ich sagen, äh Greife ich einfach mit den beiden an. Da hier eine Marke. Okay, dann werde ich auch aufmorfen. Ich glaube, das rot-grüne Deck hat Probleme, 8-9er wegzumachen. <laughs> Wahrscheinlich hätte ich sogar einfach mit dem angreifen sollen. Und äh, dann hätten wir zumindest den Case gesäuft oder so. Yay! 1-2. Nicht nur 3 gegangen. Sweet. Oh, schöne Hand. Ja, ist ein Keeper. Tunnel. Ja, 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 ja. Ich frage mich nur, welchen Morph ich als erstes lege. <laughs> Welcher ist der egalste Morph? Ah, wahrscheinlich Dogwalker. <laughs> Oder lege ich Green Belt Radical einfach hin? Ah, das ist halt auch einfach ein Turn 3 4 4 Play. Das ist halt auch okay, ne? Aber ich meine, wir kriegen halt auch den Tunnel-Tipster größer erstmal. Ja. Okay, okay, okay. Das, das gibt mir Hoffnung. Dann sollte ich wahrscheinlich das erstmal so machen. Dann habe ich meinen Mana ganz gut ausgenutzt. Boah, es wäre so gut, wenn der einfach für grünes Mana tappt in Höhe seiner Stärke. Ne? Wäre so gut. blau-weiß übrigens. Also, ich glaube, es hat sich. Es bewahrheitet sich so ein bisschen. Dass die jazz -Guy farben wohl die, die guten Farben sind. Ja? Ähm. Treffen beide an. Hm. Okay. Ja, ich schaue es mir mal an. Wenn er einen Trick hat, hat er halt einen Trick. Dogwalker. Ja. Oh. Oh, wow. Mhm. I see. Ah, ja, das war ein nicht so schlechter Trick. Das war ein relativ guter Trick, so den dass man den Mana auch noch nutzen kann. Ja, vielleicht hätte ich da. Aber auf der anderen Seite hat er das ja immer, ne? Ich meine, die Curve ist halt auch einfach insane. Eins, zwei, drei, vier ist dann Clue und flippt das Ding auf. Ist einfach insane, ey. Lightning Helix? Okay, aber irgendwas. Private Eye, ja, sehr gut. Okay, den können wir immerhin umbringen. Äh, ich denke, dass ich erstmal zu Hause bleiben werde. Warte mal, warte mal. Ich kann Collect Evidence gar nicht für zwei machen. Ich muss das für vier spielen. Ist ja voll frech. das nicht. Wieso ist das jetzt hier? Ja, ich glaube einfach erstmal zu Hause. Irgendwann kann ich bestimmt mit dem Clan Basher oder so angreifen. Makeshift Binding. Hm. Ich hätte mal nicht zu Hause bleiben sollen. Schaden hier, aber ich meine, es wird sich ja hoffentlich bald lohnen, wenn ich das zweite rote Mana hätte. Das werde ich aber anscheinend nicht. Ich kann nichts aufmorfen aktuell. Aber ich meine, das ist ja gut. Wenn der Gegner jetzt ein bisschen ausflattet, ist ja fein. Based on Karte, ja, ist ein Problem. Ist ein Problem, not gonna lie. Nehmen wir. Nehmen wir viel Schaden, ja. ja, ja. Man, ey. Oh, es wäre an der Stelle wirklich mal nett, einfach das zweite <laughs> rote Machen anzuziehen. Tja. Weiß natürlich nicht, was das ist. Granite Witness, okay, ja, gut. Äh, ja, dann sollten wir das eben schnell in Response machen. Oh. Problem. Was, 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 was? Wieso ist es der untappt? Was? Hat mich das nicht 7 Mana gekostet? Hat er die, hatte man die falsche Variante ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss das Trample jetzt, glaube ich, ausnutzen. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen. Okay, das ist ein. Das ist ein nice. 2, 2, 4, 5. Ja, okay. Gegner hat natürlich noch einen Trick. Ja klar. Ja klar. Äh, ja, gut, dann hätte ich einen Dog nach vorne legen können. Falls er Eliminate the Impossible hat, okay, ja. ja wir haben trotzdem ein großes Problem. Wir haben kein zweites Rot. Und immer noch kein zweites Rot. Das ist äh, extrem annoying. Also killt mich wahrscheinlich. killen mich die Flieger. Also sobald er eine Power 2-Kreatur oder weniger zieht, hat er halt einfach gewonnen, ne? Kein zweites rotes Mana-Turn 100, ey. Ja, gut, dann ist es halt wieder ein schneller Draft. Aber so äh, kriegt ihr dann auch keine Überdosierung von mir, ne? Das ist ja auch okay. Wenn das Video einfach ein bisschen kürzer ist, easy. Ja, ich habe ja auch nur neun rote Quellen im Deck. Machen wir uns nichts vor. Ja, hervorragend. Das ist doch toll. Dann keine Karte aufdecken. Keine. Einfach keine. Er braucht er lässt eine Karte oben, das wird eine Power 2 Kreatur sein. Dann fliegt er halt eben drüber. <laughs> ich habe einfach nicht. Ich habe einfach ein rotes Mana. Und habe halt nur doppelrote Mana. Ja, ich spiele halt neun, was soll ich sagen? Ich spiele neun rote Quellen. Eins, drei. Ich bin mir nicht. Also ich glaube, dass Deck hat Besseres verdient. Wir haben im ersten... Wir haben sehr viel Mana-Probleme gehabt. Das ist halt einfach ein bisschen unlucky. Vielleicht ist Rot-Grün auch einfach nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass wir theoretisch schon. Ein gutes, gut, also das, was Rot-Grün verkörpert, halt sehr, sehr gut umgesetzt habe. Ich meine, vier Tunnel-Tipps, da drei Greenbelt Rampager oder wie auch immer die heißen. Wie heißen die? Greenbelt Radicals. 9-8 ähm, Mana Base. Klar, es ist nicht die beste Mana Base, aber wir hatten, als wir grüne Karten hatten, nur rotes Mana, als wir rote Karten hatten, nur grünes Mana. Da gehen halt zwei Losses schon mal weg. Äh, an sich würde ich sagen, ist das Deck gut. Vier Tunnel Tipps da, sehr viel Morph Kreaturen, gutes Removal auch. Also, ich meine, Triple, Triple Case of the Burning Mask, Doppel Bite Down on Crime, gutes Fettgerät. Ja, also an sich glaube ich, so sollte ein rot-grünes Deck aussehen. To be fair, wir haben jetzt nicht unendlich viele Rares im Deck. Ja? Wir können halt durchaus mal gegen Rares und Mythics verlieren, das ist halt so. Entweder du kannst halt auch mal gegen äh, den 10 zero Apparat und äh, Agros -Kos verlieren, ja. Um, so kommen halt Losses zustande. Ansonsten hoffe ich, konnte ich euch zumindest ein bisschen näher bringen, die Idee von Grul, ja um, Auch wenn ich es sehr schade finde, dass es 1.3 gegangen ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss.